Ja, er ist Professor ohne Dünkel, humorvoll, gesellig. Er ist sehr beliebt bei seinen Kollegen. Einer der wenigen Unterhaltungsmathematiker, die ich kenne. Er ist ein wandelndes Rätselbuch. Mit seinen mathematischen Rätseln und physikalischen Experimenten begeistert er immer wieder Jung und Alt. Und zwar nicht nur innerhalb der Hochschule, sondern auch vielfach außerhalb der Hochschule. Ich habe ihn immer als sehr gerecht und sehr ehrlich wahrgenommen. Er wäre der beste Joker bei Wer wird Millionär. Ja, und in jeder Vorlesung gibt es eigentlich immer was zu lachen. Der Kollege Hemme hat den Lehrpreis auf alle Fälle deshalb verdient, weil er sich immer für die Belange der Studierenden stark einsetzt. Ja, er sieht es nicht nur als seine Pflicht an, ihnen Wissen zu vermitteln. Er macht es auch in einer Weise, dass es den Leuten Spaß macht. Und für die, die mal durchfallen, bietet er dann noch seine Extra-Veranstaltung, den Lucky Loser-Kurs an. Und dazu muss man sagen, er macht es freiwillig. Also es ist nicht seine Arbeitszeit, er wird dafür nicht entschädigt, er macht das alles freiwillig. Er hat den Lehrpreis verdient, weil er sehr engagiert ist. Er hat immer ein offenes Ohr für alle, für Studenten, Mitarbeiter, Kollegen. Er kennt für jedes Problem die Lösung. Und ihm liegen die Studenten am Herzen. Und das sollte entsprechend belohnt werden und belobigt werden. Und deswegen freue ich mich für ihn, dass er diesen Preis erhalten wird. Thank you.